Tongju, ein klarer, gefilterter Likör aus Reis, Nuruk und Wasser. Takju, ein grob gefilterter Wein, bei dem der klare Likör nicht abgeschöpft wird. Soju, destilliert aus Tongju, Takju oder anderen Likören. Chontongju, traditionelle koreanische Weine, die die koreanische Folklore symbolisieren. Das Gungmu Dohaga ist die früheste Aufzeichnung von Alkohol in der koreanischen Geschichte aus der Gojoseon-Periode. In dem Text wird ein alter, grauhaariger Mann mit einer Flasche Alkohol in der Hand beschrieben. Für das koreanische Volk war Alkohol der Beginn der Geschichte. Und der König selbst gab ein Fest für seine Untertanen und Helfer des Landes. Und als der Wein dreimal herumgegangen war, begann die Musik zu spielen. Samguk-Gyusa. Schon seit der Shilla-Dynastie existiert die Trinketikette Judo. Getreu dem Ruf als Nation der Etikette verbanden die Koreaner selbst bei einem Glas Alkohol den Genuss und den Anstand. Gwonjuga. In dieser Geschichte wird beschrieben, wie bei Festen ein Glas Alkohol gemeinsam mit dem Wunsch nach einem langen Leben und Gesundheit angeboten wird. Für das koreanische Volk diente der Alkohol als Gegenstand der Literatur und als Mittel zur Erteilung von Lektionen. Er war ein ständiger Begleiter des Alltags in diesem Land. Die Kultur des koreanischen Volkes, das aus Reis Speisen bereitete und Alkohol braute. Der Kayangju genannte Brauch, im eigenen Haus Alkohol zu brauen und zu trinken, erlebte seinen Höhepunkt in der Joseon-Dynastie. Myeongga Myeongju ist eine Redewendung, die bedeutet, dass eine angesehene Familie auch köstlichen Wein hat. In jener Zeit, in der die Bewirtung mit Alkohol eine Frage der Etikette und der Selbstverständlichkeit war, brauten die Menschen ihren eigenen Wein für die Bewirtung von Gästen und für Familienfeiern, wie beispielsweise Ehrung der Ahnen. Andong Soju, ein klassisch destillierter Soju, der sehr geschätzt wird. Er wurde einst als schwarzgebrautes hergestellt und geriet beinahe in Vergessenheit. Doch 1987 wurde die Produktion wieder aufgenommen, nachdem er zum immateriellen Kulturgut der Provinz Gyeongsangbuk-do erklärt worden war. Hansan Sogokju, ein Cheongju aus der Region Chungnam Seocheong-gun Hansan-myeon. Hansan Sogokju blickt auf eine lange Geschichte von 1500 Jahren zurück und kann bezeichnet werden als der erste Wein, der in den Geschichtsbüchern über die koreanische Halbinsel verzeichnet ist. Gyeongju Gyodong-bokju, der Hausschnaps der Familie Chae aus Gyeongju, die für ihren Reichtum berühmt ist. Der süßliche Geschmack des Klebreis, aus dem er hergestellt wird, macht seine Feinheit aus. Und er gilt als beste Begleitung zur koreanischen Küche, mit der er über Jahrhunderte harmonisiert hat. Chungju Cheongmyeongju. Cheongmyeong ist ein klarer, reiner Schnaps, der seinem Namen alle Ehre macht. Er wurde 1993 als immaterielles Kulturgut der Provinz Chungcheongbuk-do ausgewiesen. Er heißt Cheongmyeongju, weil er für den Gebrauch während des Cheongmyeong-Fests gedacht ist, einem der 24 Einheiten des Jahres. Eine wertvolle und wohlriechende Etikette, die geschätzten Gästen angeboten wird. Ein Vertrauen, das man unter Freunden teilt. Der unbeschwerte Genuss von kultiviertem Vergnügen. Ein heilendes Mittel, das die Erschöpfung der Arbeit wegspült. Für das koreanische Volk war der Alkohol ein fester Bestandteil des alltäglichen Lebens. Traditioneller Wein ist nicht einfach ein alkoholisches Getränk, sondern Teil einer reichen Kultur. Mit dem wachsenden Interesse an traditionellem Wein entwickeln sie sich auch heute zu einer neuen Kultur. Oh.
Kroket Holm und